So, da sind wir wieder. O-N-E. 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 Und du machst mal einen Giftbolzen. Einfach nur so zum Spaß an der Freude. Also, wir wollten jetzt wieder hier lang. Also von wollen kann keine Rede sein, aber ich sehe das jetzt als Herausforderung, den Typen umzubringen. Hier war der Schädelschlüssel. Und gleich müsste der Raum kommen mit den ganzen Feuern auf dem Boden. Und vorher sollten wir noch gucken, ob irgendjemand eine Wunde hat. Nee. So, ich wechsle wieder auf Tastatur. Ah, da sind mehrere davon. Und er schmeißt anscheinend doch Feuerbälle. Oder sein Kumpel. So viel zu der genialen Idee. Nee, nee, die dürfen uns jetzt wieder umbringen. Wir laden den Speicherstand nochmal. Na komm, schmeißen Feuerball. Und dann verschwinden wir einfach aus dieser Ebene. Restart. So, jetzt sind wir gut vorbereitet, nicht dorthin zu gehen. Hier rein. So, einfach raus hier. Obwohl, da ist zu. So, den Master Key. Und dann ging es rechts runter zu den Dämonenhorden und zu dem Auffangbecken von diesem Vierer-Fallgrubenrätsel. Das heißt, wir gucken jetzt hier links lang. Oder war hier nur der Totenkopfschlüssel? Das könnte gut sein. Ja. Dann müssen wir jetzt gucken, ob bei diesem Vierer-Grubenrätsel das Gitter dahinter wieder offen ist. Denn es hörte sich ebenso an, als wäre das zugegangen. Na, ist offen, ist offen. Schön. Weg hier. Weg, 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 weg. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Riesenfehler mache und wir in einer halben Folge gleich wieder hier runter müssen. Aber ich denke mal, wir sollten erstmal wieder hoch zu unserer Lagerkammer, die Ra-Schlüssel benutzen, Wasser tanken, trainieren, jede Menge trainieren. Und dann bei diesen drei Türen mit dem Kreuzschlüssel weitermachen. Das hier war ja eigentlich nur ein Versehen, weil ich zu neugierig war. Aber es war definitiv interessant. Also die ganzen Gegnertypen hier unten sind, haben es wirklich in sich. Und das fordert einen auch so ein bisschen heraus. Mal zu probieren, woran sind die anfällig, was für Taktiken könnte man benutzen. Das macht Spaß. So, jetzt würde ich nur gerne wieder wissen, wo kommst du denn her? Oh, wir haben genug Heiltränke. Tob dich aus. Hier sind alles Kriegerlevel, die wir anscheinend sehr dringend brauchen. Apropos Kriegerlevel, eigentlich müssten wir unsere Zauberer demnächst auch mal in die erste Reihe stellen, damit sie ein bisschen Kriegerlevel trainieren. Obwohl sie durch Flächenschaden eigentlich auch schon ganz gut zurande gekommen sind bisher. So, mal rein. Und irgendwie treffen wir nicht. Ja, wie das mit den Angriffen und den Rüstungswerten funktioniert, habe ich auch keine Ahnung. Also ab Rüstungswert jetzt einfach die Chance vermindert, getroffen zu werden oder den Schaden vermindert oder. Ich denke mal die Chance getroffen zu werden, denn unsere Helden treffen ihn hier ja recht selten. Und bei ihm gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er einen sehr hohen Rüstungswert hat. Da er ja eigentlich nur eine wandelnde Rüstung ist. Na komm, kipp um. Du warst vorher nicht so zäh, oder? Also nachdem wir herausgefunden haben, dass Nahkampfwaffen da am besten funktionieren. Ja, ich glaube, er fliegt schon. Warum auch immer eine animierte Rüstung fliegen sollte. Hä? Die ist auf dem Feld und geht auf dem Feld immer vor und zurück. Komisches Ding. Na gut, hast du was dabei? Nö. Was hast du bewacht? Noch mehr Korridore, die alle gleich aussehen und tierisch viele Abzweigungen haben. Ja, super. Ich würde jetzt ja die Fußstapfen anschmeißen, aber die bringen es irgendwie echt nicht. Außer auf höchster Stufe und dann müssten wir gleich wieder schlafen und dafür haben wir kein Wasser über. Ich gehe einfach rechts an der Wand lang und hoffe das Beste. So, da ist der Typ wieder. Rechts rum.
Und irgendwie ist das Spiel an sich auch recht langsam. Also ich weiß, damals auf dem Amiga konnte man richtig schnell hin und her laufen. Aber es kann auch irgendein Bug gewesen sein. Und ja, ich weiß, wir sind langsam, weil einer überladen ist. Aber selbst wenn keiner überladen ist, sind wir nicht so schnell, wie ich es damals in Erinnerung hatte. So, hier geht's auch nicht lang. Und wo kommst du denn her? Also der Ritter und das gelbe Ding hier, die scheinen zu respawnen. Entweder das oder ich bin durch Zufall in ein Gebiet gestoßen, wo nicht vorher waren. Fiep, fiep. Du machst die gleichen Geräusche wie die Pilze oben. So, ganz viel Nebel. Und geht's hier raus? Bitteschön. Danke sehr. Nee, nur noch mehr lange Gänge und noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Nein. Und zu meinen neuen Hassgegnern. Und diesmal sind die richtig aufdringlich. Normalerweise laufen die hier nicht hinterher. So, das, 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 das und Tastaturwechsel. Wer steht rechts? Du stehst rechts. Das war sehr, sehr knapp. Und da war noch ein zweiter von denen, richtig? Er ist jetzt schon rot bei seinem Wasser. Na gut, 2-1 Risiko. Wo ist dein Kumpel? Da ist dein Kumpel. Ah, aber er hat wenigstens die ganzen Heiltränke. So. Er steht rechts. Also, Nabi, jetzt zauber irgendwas, du doofes Ding. Und du stirbst. Ah, jetzt ist er tot. Das ist echt sehr deprimierend, dass sobald einer stirbt, das ganze Spiel quasi vorbei ist, weil man permanent 25 Lebenspunkte verliert. Komm, bring uns um, doofes Laternen, Wurzel, Leuchtballding. Na komm. Bring's zu Ende. Sonst beschmeiß ich dich mit Knochen. Hier, wir nehmen die Rüstung ab. Hilft das irgendwie? Sorry. Also. Also, Restart. Wir sind wieder bei dem Feuer, gehen gleich zu dem Teleporter und hauen von diesem Vierer-Dingens da ab. Und warum bist du zu? Achso, wir müssen wahrscheinlich erst den Master Key holen. Der scheint wohl wichtig zu sein. Der scheint wohl wichtig zu sein für den Spielverlauf. Und wir haben jetzt schon so viele Fußwunden, dass wir nicht mehr schnell laufen können. So, da, da, da. Und da auch noch. So, jetzt aber. Das kann doch nicht angehen. So, du. Du. Du hast natürlich keine mehr. So, durchatmen. Ich laufe jetzt rauf, sobald das von hier verschwindet nach da oben. Also jetzt. Und es ist zu langsam. Ist irgendjemand rot mit Überladung oder so? Nö, gelb. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch. Und ich lasse einfach alles Zeug hier liegen, was irgendjemand überladen könnte. Also Kiste. Kettenrüstung, die wir wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen werden, weil wir die Plattenrüstung haben. Plattenpanzer ist mir alles Wayne. Hauptsache, keiner ist überladen. So, du noch, Plattenpanzer. So, nicht überladen, nicht überladen, nicht überladen. Nochmal das Ganze. Na, also, Schlüssel haben wir, wieder zurück. So. Das Ganze ist wieder mitgenommen. Die Kisten waren von ihm. Ein Brustpanzer war seiner, ein Brustpanzer war seiner. Und der Rest war eigentlich nur Krimskrams, den wir nicht wirklich benutzt haben. Richtig? Richtig. Irgendjemand rot überladen? Nein. So, jetzt wo wir den Schlüssel haben, ist die Tür auch wieder auf. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder einen Weg nach ganz oben finden. Wahrscheinlich könnten wir ganz einfach einen Weg nach oben finden, wenn wir einen Totenkopfschlüssel hätten.
Dann würden wir einfach einen von den drei Abkürzungen aufmachen und hätten wahrscheinlich einen Direktzugang zu dem ganz langen Korridor oder dem Feuerstab-Dingens. Aber gut. Links rum an der Wand lang diesmal, um hoffentlich nicht in die Laternen reinzulaufen. Und wenn ich jetzt noch einmal sterben sollte, gibt es eine Trainingseinheit. Obwohl, ich glaube, ich mache. Oh. Okay. Das war jetzt ein Mini-Secret oder war das eine Abkürzung, damit es noch verschachtelter wird hier? Ich glaube eher das Letztere. Also, ich gehe immer schön weiter links an der Wand lang. So lange, bis ich hier rauskomme. Oder sterbe. Den Knopf können wir nicht mehr drücken, also waren wir hier schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, hier sind wahrscheinlich keine Laternen drin. Und was war hier? Da muss ich was Wichtiges drin gelegen haben, aber ich weiß schon nicht mehr was. Ah, jetzt sind wir bei den ganzen Schlössern. Sehr gut. Langsam kommen wir im Gefilde, wo ich mich noch ein bisschen auskenne. Hier war das grüne Schloss, das blaue Schloss und das Tor, was wir nicht öffnen konnten, was wir dann doch öffnen konnten, indem wir einen Knopf gedrückt haben hinter den unsichtbaren Fallgruben, die übrigens da sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weitergehe, müssten wir eigentlich zu den drei Türen kommen, wo wir den Kreuzschlüssel brauchen. Ah, ja. Das ist doch schon mal gut, das speichere ich doch gleich mal ab. Speichern. 47, so. Jetzt halten wir Ausschau nach den drei Türen und nach Wasser. Oder einem Weg nach oben. Was ziemlich gleichbedeutend wäre mit Wasser. So, hier haben wir noch ein Dingens. Noch ein Totenkopf, Schlüsselloch und immer noch das Ding, was ein Vergrößerungsglas oder so braucht. Also eine Lupe. Und lauter Krimskrams, die wir schon aussortiert haben. Nö, hier geht es für uns nicht weiter. Das heißt, hier rum, da rum, da rum, da rum. Und da weiter. Hier waren die zwei Türen. Und ich glaube, hier hatte ich auch schon mal gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Wir gehen einfach mal weiter. Und das war mein Fehler. Wir hätten einfach mal zurückgehen sollen, damit ich das ganze Gebiet besser in meinem Kopf habe. Aber naja. Ich höre Schritte und wir sind in einer Sackgasse. Okay. Also solange wir jetzt nicht wieder durch dieses Doppeleisengittertor durchgehen, sind wir richtig. Und richtig heißt, wir sind auf dem Weg wieder nach oben. Hier ist das Eisengitter-Doppeltor. Da will ich nicht durch. Rechts rum geht nicht, links rum geht nicht, es geht nur geradeaus. Also bisher haben wir keine Entscheidungsmöglichkeit. So, hier geht's rechts rum, hier geht's links rum. Da lege ich doch mal was hin, dass wir. Wo kommt das Schwert her? Lag das hier schon auf dem Boden? Na gut. Wasserelementar. Das ignoriere ich jetzt mal gepflegt. Eine Tür, die wir nicht öffnen können, daran erinnere ich mich auch. Ich glaube, dann geht es hier weiter zurück. Ich will ganz weit zurück. Ich will zurück in die Halle der Helden. Da war wenigstens Wasser. Glaube ich zumindest. Und hier haben wir noch eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Nee, die ist metallbeschlagen. Okay, hier. Ja, könnte gut hinkommen. Die Druckplatte davor hat vielleicht das Tor aufgemacht. Soweit ganz gut. Wir können ja lange genug laufen. Was für ein Schwert ist das jetzt schon wieder? Das ist was anderes. Aber wir sind schon lange genug gelaufen. Das heißt, wir sind jetzt. Ja, wir sind jetzt bei den drei Türen, wo wir den Kreuzschlüssel brauchen. Hier hat das Ganze übel seinen Lauf genommen. Denn ich habe mich für die falsche Tür entschieden. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Denn in der nächsten Folge werde ich mich entscheiden müssen, ob wir jetzt hier weitermachen. Oder ob wir weiter hochlaufen und was zu trinken suchen. Aber das werden wir nächste Folge dann sehen. Also bis dann.